Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Patrick Lärm. Ich möchte Ihnen heute ganz kurz in etwa 8 bis 10 Minuten den Paragraph 14 Absatz 1 Bundespolizeigesetz erklären, die sogenannte Generalklausel. Dieses Video dient als Ergänzung zum bestehenden Unterricht, zu den bestehenden Lernunterlagen und soll nochmal ganz kurz und knapp prägnant auf den Punkt diese Befugnis erklären. Ich hoffe, Sie können einen Mehrwert draus ziehen und dann starten wir schon. Viel Spaß. Ja, fangen wir an mit Paragraph 14 Absatz 1 Bundespolizeigesetz zum Gesetzestext wie folgt. Absatz 1: Die Bundespolizei kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach den Paragraphen 1 bis 7 die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine Gefahr abzuwehren, soweit nicht dieses Gesetz die Befugnisse der Bundespolizei besonders regelt. Paragraph 14 Absatz 2, ich komme gleich dazu, warum der so wichtig ist, warum ich den auch hier erwähnen muss. Hier ist die Gefahr definiert, und zwar die dreistufige bzw. dreischichtige Polizeigefahr. Also die Gefahr im Sinne dieses Abschnittes ist eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung im Bereich der Aufgaben, die der Bundespolizei nach den Paragraphen 1 bis 7 obliegen. Sie müssen sich jetzt Folgendes merken erstmal, dass die eigentliche Befugnis im Absatz 1 geregelt ist und dass sich im Absatz 2 Satz 1 die Definition der dreistufigen Polizeigefahr befindet. Als Beispiel, ja, man kann viele Beispiele bringen bei der Generalklausel 1, wäre zum Beispiel, Sie fordern eine Person auf, einen gefährlichen Gegenstand abzulegen. Ein anderes Beispiel wäre vielleicht, wenn Sie eine Person auffordern, den Hund an die Leine zu nehmen, wenn der da am Bahnhof rumläuft und möglicherweise zur Gefährdungssituation führt in Bezug auf Reisende. Ja, schauen wir uns die TBM-Struktur an, die Tatbestandsmerkmale. Im 14 Absatz 1 habe ich zwei Merkmale. Ich habe die Gefahr und ich habe diesen Passus, soweit nicht dieses Gesetz die Befugnisse der Bundespolizei besonders regelt. Das nennt man Subsidiarität. Ich baue jetzt meine Tatbestandsstruktur auf und sage, okay, ich habe jetzt zum einen diese dreistufige Polizeigefahr, 14 Absatz 2 Satz 1, und zum anderen Ja, das die. war der erste Teil dieses Videos, der erste kurze Teil. Und wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie mal auf meine Ello-Page. Da finden Sie das komplette Lernvideo und noch viele weitere wichtige Lernvideos. Schauen Sie mal rein, wenn Sie das interessiert. Und bleiben Sie mir treu. Bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Lernen noch. Ihr Patrick Lärm.